Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich öffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin der Kollegin Martina Engelhardt-Kopf, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Erst gestern hatten wir im Verkehrsausschuss eine öffentliche Anhörung zur geplanten Erhöhung der Lkw-Maut. Sowohl Logistikverbände als auch Unternehmerinnen und Unternehmer haben die aktuelle Situation in der Praxis geschildert. Kurzum, ihnen steht das Wasser bis zum Hals, sie können keine weiteren Belastungen mehr gebrauchen. Die Kosten für Kraftstoffe sind explodiert. Ebenfalls schwierig und preissteigernd AdBlue. Natürlich gibt es zu Recht von Seiten der Beschäftigten Lohnforderungen. Die Lohnpreisspirale setzt ein. Für Unternehmen, die auf LNG umgerüstet haben, sieht es ganz düster aus. Im Gegensatz zu Dieselfahrzeugen können hier die Kostensteigerungen auf ebenfalls 600 bis 800% mehr nicht weitergegeben werden. Sie stehen vor großen Verlusten, einige kurz vor der Insolvenz, und die Fahrzeuge stehen auf den Betriebshöfen. Unternehmerinnen und Unternehmer, Verbände, aber auch wir als Unionsfraktion weisen seit Beginn des Jahres auf die katastrophalen Auswirkungen der Preisexplosion beim LNG hin, aber auch auf die Energiekrise, auf die gestiegenen Dieselkosten. Die Bundesregierung wurde immer wieder zum Handeln aufgefordert. Wir hatten zahlreiche Anträge. Was ist passiert? Nichts. Es passiert nichts. Es gibt Hilferufe, es gibt Gespräche in Ministerien, es gibt runde Tische, es gibt Aufforderungen von unserer Seite. Das zieht sich durch Ihre Regierung. Es passiert einfach nichts. Ich möchte an dieser Stelle insbesondere den Mittelstand noch einmal herausstellen. Den Menschen, den Betrieben, den Unternehmen steht das Wasser bis zum Hals. Um es ganz klar zu sagen, am Beispiel von LNG noch einmal, das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die bewusst auf klimafreundlichere Technologien gesetzt haben, die investiert haben. Und das hat auch etwas mit Vertrauensschutz zu tun. Aber auch mit Vertrauensschutz ist es bei dieser Bundesregierung nicht weit her. Ich erinnere mich sehr gut an den Schlamassel bei den KfW-Förderprogrammen. So zerstören sie auch Vertrauen in die Politik, in unser demokratisches System. Daher unser Appell bei den Entlastungspaketen. Schaffen Sie endlich auch einen LNG-Rettungsschirm für die Logistikbranche. Lassen Sie nicht zu, dass diese Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt in Insolvenz gehen. Die Sachverständigen aus der Güterkraftverkehrsbranche waren sich gestern bei der öffentlichen Anhörung auch einig. Die geplante Mauterhöhung ab dem kommenden Jahr kommt zur absoluten Unzeit. Ich habe einige Probleme aufgezeigt. Drohende Rezession, Krise zur jetzigen Zeit. Ein völlig falsches Signal. Sie treiben damit nicht nur die Inflation an. Diese Erhöhung entfaltet auch keine Lenkungswirkung. Die Kosten werden einfach an Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben, oder aber die Unternehmen, die sowieso schon gebeutelt sind, bleiben auf ihnen sitzen. Dabei wäre es sogar möglich, die Maut auch zum Jahresbeginn zu senken und nur die Infrastrukturkosten beispielsweise herauszugreifen. So könnten wir sogar entlasten und in einem größeren Schritt im nächsten Jahr gegen Ende des Jahres ein Gesamtpaket vorlegen, die geplante CO2-Differenzierung mit einbeziehen und hier auch für Entlastungen sorgen, indem wir uns das Ganze im Gesamtpaket auch noch mal anschauen. Also deshalb mein dringender Appell: Verschieben Sie diese Mauterhöhung und legen Sie dann gegen Ende des kommenden Jahres einen vernünftigen Vorschlag vor. Ein weiterer Punkt ist der Finanzierungskreislauf der Straße. Auch der soll aufgeweicht werden. Das steht in Ihrem Koalitionsvertrag und ist ein weiterer Schlag in das Gesicht der Brummifahrer, der Logistik- und Güterverkehrsunternehmen. Deshalb ganz dringend: Unterstützen Sie unseren Antrag. Lassen Sie uns einen Schritt aus der Krise gemeinsam mit den Unternehmerinnen und Unternehmern machen, denn sie sind systemrelevant für uns, für unser ganzes Land. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Engelhardt-Kopf. Nächster Redner ist der Kollege Udo Schiefner, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Güterverkehrs- und Logistikbranche aus der Krise führen. Selbstverständlich ist das ein Thema. Und selbstverständlich würde ich gerne sogar jede Woche über dieses Thema diskutieren, weil man natürlich auch Antworten braucht. Und als Wirtschaftsfaktor und Arbeitsplatz haben gerade Transport und Logistik enorme Relevanz. Das wissen wir. Logistikketten hängen davon ab. Und ich begrüße sehr, wenn wir gerne täglich mehrmals uns bewusst machen, was es heißt, wenn Unternehmen gerade Logistikketten nicht mehr aufrechterhalten können. Ich begrüße, dass die tatsächlichen Belastungen der kleinen und mittelständischen Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öffentlich diskutiert werden, wir nach Lösungen suchen. Und schon vor der Pandemie hatten wir eine Situation, vor Krieg und Energiekrise, die Betriebe stark belasteten und die Betriebe auch teilweise nicht mehr stemmen konnten. Und da brauchen wir Lösungen, das sage ich auch durchaus aus Sicht der Sozialdemokratie. Aber Lösungen zu dem Thema, Frau Kollegin, die Sie ja angesprochen haben, stehen in Ihrem Antrag ja nicht. Sondern das waren hier Ihre Worte, die ich zwar vernehme, die man diskutieren kann, aber Ihr Antrag, der übrigens erst am späten Dienstagabend bei der Bedeutung dieses Themas eingegangen ist, zeigt wenig Substanz, sondern er zeigt vielmehr, dass man hier schön, und das muss ich anerkennen, hier die einzelnen Punkte noch mal aufführt, aber keine Lösungsansätze. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Reihe fortsetzen, die wir fraktionsübergreifend auch im Ausschuss aufgelegt haben, mit den Verbänden zu reden, mit den Betroffenen zu reden und Lösungen anzubieten. Und dazu lade ich Sie ein, auch in den nächsten Wochen gemeinsam mit den Fraktionen der Koalition zu arbeiten. Und Sie fordern beispielsweise die beschleunigte Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur, den Bau von Lkw-Parkplätzen, von Autohöfen und die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans. Nichts anderes haben wir in unserem Koalitionsvertrag. Vielen Dank für Ihre Zustimmung, auch wenn Sie den halt an der Stelle auch nicht mit unterschreiben konnten, meine Damen und Herren der Union. Sie wollen einen runden Tisch zu Fahrermangel des Bundesministeriums. Ja, runde Tische sind ja immer gut. Sie haben aber doch bitte schön auch zur Kenntnis zu nehmen, dass dort ein Gipfel stattgefunden hat mit vielen, vielen Vertretern, mehr als ein Verbändetreffen zu diesem Thema. Und ich bin mir sicher, das Ministerium wird auch da weiter aufbauen und die Themen aufnehmen. Und wir werden auch, davon bin ich überzeugt, schon in 2023 Maßnahmen einleiten, gemeinsam mit den Betroffenen, die zeigen, wie wichtig uns die Logistikbranche ist und wie wichtig es uns auch ist, hier eine zukunftsfähige Logistikbranche zu haben, mit sozialen Bedingungen, guter Bezahlung für Fahrerinnen und Fahrer. Nur so werden wir unsere Logistikketten auf Dauer weiter erhalten können. Wir wissen, die Unternehmen brauchen unsere Unterstützung und auch die Fahrerinnen und Fahrer brauchen unsere Unterstützung. Und da werden wir gerne mit Ihnen gemeinsam, wie wir es bisher gemacht haben, auch arbeiten. Ihr Antrag wird ja Gegenstand weiterer Beratungen sein, kann auch nach wie vor eine gute Grundlage mit vielen Schlagworten sein. Nur der Knochen alleine reicht nicht. Satt wird man nur, wenn auch an diesem Knochen letztlich Fleisch ist. Und das ist unsere Aufgabe, sinnbildlich auch für die Logistikbranche, hier aktiv zu werden und die dort tätigen Menschen. Im Übrigen, ich durfte dies als letzter Satz, weil Sie so die neuen Koalitionäre anprangern, mal daran erinnern, ich durfte viele Jahre auch mit Ihnen in einer Koalition sitzen. Aber ich muss ehrlich sagen, an vielen Stellen haben wir zusammen viel erreicht, das muss man ehrlich sagen. Aber ich sage auch, dass ich nicht mehr den Eindruck habe, sondern froh bin, dass wir in dieser Koalition mehr Herzblut für die Logistik an den Tag legen, als das bisher der Fall war unter der alten Leitung des Ministeriums. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schiefner.
Genau. Als nächster Redner erhält das Wort die Kollege René Bochmann, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Landsleute auf den Tribünen an dem Bildschirm. Zur Beratung steht der Antrag CDU-CSU, Güterverkehr und Logistikbranche aus der Krise führen. Wobei die CDU-CSU 12 Jahre Zeit gehabt hätte, die komplette Verkehrsinfrastruktur für solche Situationen vorzubereiten. Hätten die damaligen Regierungsverantwortlichen Teile dieser Wirtschaftsbereiche konsequent unterhalten, erneuert und ausgebaut, könnten wir in dieser Krise jetzt auf die für uns lebenswichtigen Transportwege verlassen. Haben Ihre Minister Ramsauer, Schmidt, Dobrindt und Scheuer die Signale aus der Wirtschaft bewusst nicht ernst genommen oder fahrlässig ignoriert? Dabei erinnere ich auch an die 100 Millionen Euro, welche dem Steuerzahler durch das Pkw-Maut-Desaster verloren gingen. Genau dies ist Ihr Vermächtnis. Der Ukraine-Krieg, verbunden mit den Russland-Sanktionen, verstärken diesen katastrophalen Zustand jetzt um ein Vielfaches. Nicht nur der Gaspreis, sondern auch die Preise anderer Rohstoffe explodieren schlagartig und treiben nun Reparatur- und Baukosten in die Höhe. Die daraus resultierende Inflation führt neben zahlreichen Unternehmen in fast jeder Branche auch viele noch gutbürgerliche Haushalte damit zwangsläufig in Existenznot. Sehr geehrte Kollegen, nochmal zur Erinnerung. Kommunikations- und Verkehrsinfrastruktur sind das Skelett eines jeden Staates und stellen damit alle Lebensbereiche sicher. Straße, Schiene, Wasser und Luft. Es fehlt an Berufskraftfahrern, an Lokführern, Personal in der See- und Binnenschifffahrt, in der Flugabfertigung und das nicht erst seit Beginn des Ukraine-Krieges, sondern bereits seit Ihrer letzten Amtszeit in Regierungsverantwortung, liebe Kollegen der CDU-CSU. Denn auch vor der Corona-Pandemie und vor dem Ukraine-Krieg lagen bereits zahlreiche Schiffe vor Helgoland und warteten wochenlang auf ihre Abfertigung in deutschen Seehäfen. Gab es marode Schleusen in der Binnenschifffahrt? Beschäftigte uns die Elbvertiefung, die ständig Probleme mit nachrutschendem Schlick verursacht, und es gab bereits tausende dringend reparaturbedürftige Straßenbrücken. Auf diese bisherige Problemanalyse folgen nun unsere Lösungsvorschläge. Erstens, alle Russland-Sanktionen sofort beenden. Zweitens, bisher vertraglich vereinbarten Gas- und Öllieferungen aus Russland wieder nutzen. Drittens, lassen Sie mich bitte ausreden, alle derzeit noch zur Verfügung stehenden reaktivierbaren Kern- und Kohlekraftwerke zur Energiesicherung einbinden. Viertens, CO2-Abgabe komplett abschaffen. Fünftens, keine Mauterhöhung in der Krisensituation. Sechstens, Planungsverfahren zur Sanierung und zum Neubau von Verkehrsinfrastruktur beschleunigen, um den Wirtschaftsstandort auch unseren Transport- und Logistikunternehmen zu sichern. Siebtens, Förderung der dringend benötigten Ausbildungsberufe, Kraftfahrer, Hochsee- und Binnenschiffer sowie Lager- und Logistikfachkräfte. Achtens, Mehrwertsteuer zur Entlastung der Bürger langfristig auf 7% senken. Sehr geehrte Kollegen, ich fordere Sie hiermit ausdrücklich auf, unsere Bürger und den noch sicheren Wirtschaftsstandort Deutschland vor drohenden Schaden zu bewahren, indem Sie diesem Antrag ebenfalls zustimmen. Sie alle haben es in der Hand und müssen es nur wollen. Wir stimmen diesem Antrag zu, und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bochmann. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Matthias Gastel, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es geht um die Krise in der Logistik. Und ja, natürlich gibt es diese Krise, und ich kann sagen und feststellen, mit Blick in den Koalitionsvertrag der Ampel, aber auch mit dem, was wir bereits begonnen haben umzusetzen, wir reagieren auf die Krise. Was aber Ihren Antrag von der CDU-CSU-Fraktion angeht, da muss man einfach mal sagen, Sie verengen mal wieder eine Thematik ganz, ganz massiv. Es gibt bei Ihnen zum Beispiel keine Klimakrise, ganz offensichtlich, taucht hier überhaupt nicht auf. Und das sind massive Herausforderungen, denen wir uns hier stellen müssen. Sie sind hier total Lkw-fixiert unterwegs. Natürlich, der Lkw hat einen Anteil von 74% im Bereich des Güterverkehrs. Niemand kann ihn, niemand will ihn ausblenden. Aber es gibt eben auch noch andere Dinge. Es gibt beispielsweise eine Bahn, die nicht leistungsfähig genug ist, die Lieferketten stärker zu unterstützen, aufrechtzuerhalten, was auch damit zu tun hat, dass sie das System Schiene über viele Jahre schlicht und ergreifend kaputt gespart haben. Sie sind dafür mitverantwortlich, dass so viel über die Straße gehen muss
und zu wenig über die Schiene gehen kann, weil da nicht die Leistungsfähigkeit vorhanden ist und nicht die Zuverlässigkeit entsprechend möglich ist. Und wenn Sie jetzt hier aus der Unionsfraktion dazwischenrufen, dann nenne ich Ihnen jetzt mal drei Namen, Ramsauer, Dobrindt und Scheuer. Ich an Ihrer Stelle, wenn ich bei Ihrer Fraktion wäre, ich würde mich bei jeder Verkehrsdiskussion im Bundestag in den tiefsten Löchern des Reichstagsgebäudes verkriechen, bei dem, was Sie alles versäumt haben an notwendigen Entscheidungen, anstatt hier mit solchen Anträgen zu kommen. Wir diskutieren hier Versäumnisse, die Sie zu verantworten haben, mit drei CSU-Verkehrsministern. Das war einfach zu viel für das ganze System. Straße, denken Sie mal an die Brücken, die bröckeln, für das System Schiene, das nicht leistungsfähig genug ist. Und jetzt rufen Sie ja auch noch dazwischen, wenn ich darauf hinweise. So, in Ihrem Antrag fordern Sie ein, am Bundesverkehrswegeplan festzuhalten. Was Sie leider völlig versäumen und ignorieren, ist, dass Sie damals vor Jahren, als der aufgestellt wurde, einfach eine Auflistung von gewünschten Projekten gemacht haben. Sie haben weder priorisiert, Sie haben weder finanziert, Sie haben nicht gesagt, in welcher Reihenfolge, mit welchen Planungskapazitäten was funktionieren soll. Sie haben keine Umwelt- und keine Verlagerungsziele auf die Schiene verfolgt. Und das ist jetzt das, womit wir zu tun haben. Wir haben als Ampelkoalition vereinbart, dass wir die Projekte priorisieren wollen. Wir haben vereinbart, dass wir sie neu aufstellen wollen. Wir haben einen Dialogprozess vereinbart, um einen Konsens über die Infrastrukturentwicklung in Deutschland herbeizuführen. Das sind nämlich die Dinge, die nicht gemacht wurden, die aber notwendig sind. Und wir werden darauf gucken müssen, dass wir wirklich die Projekte voranbringen, die einen Sinn machen, die notwendig sind, die aber auch finanzierbar sind und die Klimazielen nicht im Wege stehen. Das ist unsere Aufgabe. Die haben wir auch entsprechend vereinbart im Vertrag. Sie fordern, Infrastrukturprojekte zu beschleunigen. Sie haben in der letzten Legislatur mehrere Beschleunigungsgesetze beschlossen, die sich jetzt aber als weitgehend wirkungslos erweisen. Wir sind dabei zu arbeiten in einer Beschleunigungskommission für die Schiene. Die wird noch im Oktober ihre Ergebnisse vorlegen. Und ich bin da sehr optimistisch, dass wir genau die Dinge dann auch entsprechend präsentieren, mit denen wir deutlich schneller vorankommen, gerade beim Ausbau der Schienenwege, die eben über Jahre, man muss schon fast sagen, über Jahrzehnte entsprechend versäumt sind. Und wir binden hier auch, das scheint Ihnen ja zumindest rhetorisch hier im Antrag wichtig zu sein, wir binden auch die Branche eng ein. Wir haben Unternehmen dabei, wir haben Umweltverbände dabei, die auch sich daran beteiligen, die entsprechenden Maßnahmen, um schneller bei der Infrastruktur voranzukommen, mit auszuarbeiten. So, Sie schreiben, Sie wollen die Nutzerfinanzierung ausbauen. Gleichzeitig schreiben Sie aber auch keine Ausweitung der Lkw-Maut. Wie soll man denn das zusammenbringen? Das eine passt nicht zum anderen. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir an der Weiterentwicklung der Lkw-Maut arbeiten. Wir müssen es von Gesetzes wegen, wir wollen es aber auch, weil eben die Lkw-Maut zusätzliche Aufgaben und Funktionen erfüllen muss. Sie muss zum einen die Finanzierung der Infrastruktur ermöglichen, sie muss aber zum anderen auch eine Lenkungsfunktion haben, damit mehr Güter auf die Schiene wandern können, dass Klimaziele erreichbar sind. Und genau diese Dinge haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart. Es liegt jetzt ein Gesetzentwurf vor. Da wird sicherlich noch mal drüber geredet werden müssen, wie das sich weiterentwickelt parlamentarisch. Aber wir sind da auf jeden Fall dran und auf einem guten Weg. Sie fordern einen runden Tisch. Ja, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man, Sie kennen den Spruch, aber wir sind im ständigen Dialog, auch beispielsweise bei AdBlue. Die Thematik haben Sie angesprochen in Ihrem Antrag. Da sind wir aber längst in einem intensiven Austausch mit den Herstellern, mit der Industrie, mit den Verbänden. Und wir werden ganz schnell reagieren, wenn es tatsächlich Engpässe geben sollte. Denn es ist völlig klar, dass die Lieferketten funktionieren müssen. Und da sind wir immer im Gespräch mit den entsprechenden Stellen. Also, im Fazit, wir führen die Dialoge, die wir führen wollen, die notwendig sind, und wir machen das gerne, wir machen das überzeugt. Es ist viel in der Pipeline und viel auch schon bereits in der Umsetzung, übrigens auch in Sachen Ladeinfrastruktur für elektrische Lkw, die notwendig sind. Und Sie, für die Zukunft sollten Sie noch mal Anträge stellen. Denken Sie dann bitte auch an die Schiene, denken Sie an den Klimaschutz, denken Sie an die Verlagerung. Wenn Sie nicht dran denken, wir tun es. Vielen Dank.
Kolleginnen und Kollegen, einen schönen guten Nachmittag von meiner Seite auch an die Besucherinnen und Besucher auf den Tribünen. Und wir führen die Debatte fort mit dem nächsten Redner, Fraktion Die Linke, Thomas Lutze. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Speditionen in unserem Land und deren Personal waren durch die Corona-Pandemie und sind durch die aktuelle Energiekrise extrem stark betroffen. Diese Einschätzung teilen wir mit der antragstellenden Fraktion. Ob es allerdings ausreicht, alleine diesen Teil des Güterverkehrs Lösungen zu entwickeln, ist umstritten. Und letztendlich bleibt es bei Symptombekämpfung. Die Ursachen der verkehrspolitischen Misere löst man, indem man mit den Vorschlägen der Union nicht, auch nicht für die Speditionen. Drei Punkte. Erstens, der Güterfernverkehr gehört zu 80-90% auf die Schiene. Wir brauchen da nicht mehr Parkplätze und Rasthöfe für LKWs, wir brauchen mehr Umlademöglichkeiten für LKWs auf die Schiene. Wir brauchen auch ein Schienensystem, das überhaupt genügend Kapazität für diesen Güterverkehr hat. Wenn auf demselben Gleis heute ICEs mit 250 km/h, Regionalexpress zum Beispiel mit 140 km/h und der Güterzug mit 100 km/h unterwegs ist, dann muss doch allen klar sein, dass es hier Konflikte gibt. Kommen dann noch Baustellen, Langsamfahrstellen und Beschränkungen bei der Achslast hinzu, dann verstehe ich jedes Unternehmen, das seine Produkte lieber über die Straße versendet als über die Schiene. Hier wurde aber seit Jahren, der Kollege Gassel hat es gesagt, seit den 80er Jahren massiv zurückgebaut und der Lkw-Verkehr als die einzige Lösung dargestellt. Eine fatale Fehlentwicklung, wie ich meine. Zweitens, eine weitere Lösung der Misere wäre eine konsequente Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe. Es ist doch ein Unding, dass Obst und Gemüse aus der Region in der Regel teurer ist als die gleichen Produkte, die über hunderte Kilometer herangefahren werden. Aber selbst eine auf regionale Produkte ausgelegte Wirtschafts- und Strukturpolitik braucht einen Liefer- und Speditionsverkehr, der leistungsfähig ist. Hier benötigen wir tatsächlich Verbesserungen für die Speditionen und vor allen Dingen für deren Personal. Drittens, Stichwort Just in Time. Seit zwei Jahrzehnten haben viele Industrieunternehmen dieses System eingeführt. Sie sparen damit sich die eigene teure Lagerhaltung und bestellen die Ware und lassen die LKWs so lange vor dem Werktor warten, bis die Ladung direkt am Fließband gebraucht wird. In aller Regel sind auch hier die kleinen Spediteure und die Fahrerinnen die Leidtragenden, da das zu ihren Lasten geht. Ja, Lagerhaltung kostet Geld, aber in dem Wahn, alles flexibler gestalten zu wollen, wurden diese Kosten vom Unternehmen, der eigentlich Auftraggeber ist, an die Öffentlichkeit bzw. an die Speditionen getragen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Bereich des Güterverkehrs gibt es ganz viele Baustellen. Besser gesagt, es ist eine einzige Baustelle. Unser System des Warentransports muss deswegen grundlegend verändert werden auf den Straßen, aber ebenso auf den Schienen und auf den Wasserstraßen. Vielen Dank und Glück auf. Und für die Bundesregierung hat das Wort der parlamentarische Staatssekretär Oliver Lukschik. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass wir über Logistik uns unterhalten. Das ist ein ganz zentraler Sektor. Es geht um die Lebensadern der Wirtschaft. Und ja, die Logistikketten sind angespannt, weil wir multiple Krisen haben. Corona, Lieferkettenprobleme, Energie, Fahrermangel. Aber klar ist doch, die Lieferketten sind angespannt, aber sie halten. Und das ist die Kernbotschaft, und da fällt ihm in Ihrem Antrag relativ wenig zu ein. Der ist in weiten Teilen unterkomplex. Das haben eben Kollegen angesprochen. Wir haben ja Häfen, Schiene, Luftverkehr. Sie reden nur vom Lkw. Ich erkenne da die Handschrift eines Verbandes sehr stark. Aber jetzt aus einem Verband was zu übernehmen, ist ein bisschen wenig. Es ist ein Sammelsurium an Spiegelstrichen und kein Konzept. Ludwig Erhard wird da auch mal ein paar Fragezeichen machen, wenn er das liest. Ja, Sie fordern runde Tische. Ich kann Ihnen sagen, wir sind im wöchentlichen Austausch mit der Branche. Ich höre da eigentlich auch wenig Beschwerden, was unsere Arbeit angeht. Im Gegenteil, die fühlen sich da gut aufgehoben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was die Infrastruktur angeht, hat es ja der Kollege Gastel gesagt, die ist
Auch da gibt es Versäumnisse, die wir jetzt beseitigen müssen, sei es bei der Schiene, Elektrifizierung und Ausbau beschleunigen, aber auch bei der Straße, wo wir in der Tat priorisieren müssen. Und deswegen switchen wir eben um. Wir haben vorgefunden, 4.000 kaputte Brücken. Deswegen gibt es jetzt den Fokus auf das Brückenmodernisierungsnetz. Wir werden die Zahl der zu sanierenden Brücken erhöhen. Das ist auch wichtig für die Logistik in Deutschland. Wir müssen das aufräumen, was wir vorgefunden haben. Leider keinen Planungsvorrat, nur kaputte Brücken. Wir gehen das jetzt an. Sie haben angesprochen, die Lkw-Stellplätze, das ist unstrittig. Auch die bauen wir aus, 700 Millionen Euro, nicht nur an Bundesfernstraßen, sondern auch an Autohöfen, das ist neu, das klappt gut und kommt gut unterwegs. Und ja, in der Tat, also wenn Sie schon sich nur von LKWs reden, da gibt es in der Tat die Herausforderung der Kraftstoffpreise. Deswegen gab es eben kurzfristig den Tankrabatt, aber das kann ja nicht die Dauerlösung sein. Und deswegen haben wir über das Statistische Bundesamt, das Kartellamt eingeführt, dass wöchentlich die Preise veröffentlicht werden, damit die Unternehmen, die in der Regel einen Dieselfloater haben, die Preise weitergeben können. Das ist Marktwirtschaft, das funktioniert. Das haben wir gemacht und das läuft auch gut. CO2-Abgabe haben Sie nicht erwähnt, aber die wird ja ausgesetzt. Das ist auch, glaube ich, in der jetzigen Lage angemessen. Und lassen Sie uns jetzt zur Maut kommen, weil ich da etwas überrascht bin, dass Sie ein komplexes Regelwerk da etwas unterkomplex darstellen. Wir haben zum einen die Euro-Vignetten-Richtlinie, die Mitgliedstaaten aufgibt, Änderungen umzusetzen, und zum anderen das Bundesfernstraßen-Maut-Änderungsgesetz. Das letzte hat die Große Koalition mit Verkehrsminister Scheuer gemacht. Und das Gesetz sieht vor, dass wir das Wegekostengutachten der letzten 5 Jahre mit einem Stichtag 01.01.2023 umsetzen. Und deswegen, es wurde eben ein Aspekt gewählt, die Infrastrukturkosten. Sie haben aber eben vergessen, die Ansetzung von Lärm- und Umweltkosten, also die Internalisierung externer Effekte, auch die ist rechtlich notwendig. Und deswegen möchte ich Sie mal an eine einfache Tatsache erinnern, weil da ein bisschen selektive Wahrnehmung ist bei so Anhörungen. Sie haben den Experten Herrn Schulz benannt, weil er früher Staatssekretär im unionsgeführten Ministerium. Und Ihr benannter Experte bei der Toll Collect, wurde ja auch mal Mr. Maut genannt, der hat klar gesagt, es ist rechtlich notwendig, um eine rechtssichere Maut zum 01.01.2023 zu haben, um zu verhindern, dass es weitere Klagen und Einnahmeausfälle gibt, dass wir das so umsetzen. Insofern hören Sie auf die Experten, die Sie selber vorgeschlagen haben. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, der LNG-Bereich, den sprechen Sie an. In der Tat, das Argument der Planungssicherheit ist ein Argument. Man kann jetzt im Nachhinein fragen, ob es so schlau war, dass Sie die Mautausnahme in dem Aspekt so geschaffen haben. Jetzt haben die Unternehmen sich das angeschafft. Deswegen sind wir auch mit denen im Austausch, um hier Lösungen zu finden, auch mit dem BMWK im Austausch. Da gibt es jetzt auch Programme für energieintensive Kleinunternehmen. Muss man schauen, ob man dort das regeln kann. Aber das Entscheidende ist, die EU-Kommission wollte ihre Ausnahme ja nie. Die will ja sogar, hat ja ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik angekündigt. Das haben Sie hier unterschlagen. Und abgesehen von Weltmarktpreis LNG, Sie fordern ja, den an den Diesel zu koppeln. Also das ist koppeln. Das ist ja relativ kompliziert. Da machen Sie einen halben Satz. Da müssen Sie mal bitte erklären mit Zahlen, Daten und Fakten, wie das gehen soll. Also einfach eine Forderung von Verbänden kopieren, ist, glaube ich, ein bisschen dünn. Klar ist, wir wollen auch hier den mittelständischen Unternehmern helfen. Aber wenn Sie fordern, den LNG-Preis an den Diesel zu koppeln, erklären Sie mal bitte, wie das geht. Das kann ich aus Ihrem Antrag nicht rauslesen. Und da Sie immer viel den AdBlue-Mangel beschwören, was übrigens auch zu Hamsterkäufen führt und die Lage eher erschwert als verbessert. Lassen Sie mich klar sagen, wir haben das gerade auch mit dem National Contact Point der EU diskutiert und da gibt es eine Entspannung der Lage. Erfreulicherweise, wir haben ja 3 große Produzenten in Deutschland, wir haben ja einen funktionierenden europäischen Binnenmarkt. Staatssekretär Kellner ist auch hier im ständigen Austausch, wir sind es auch und es ist hier gelungen, dass durch die Gaspreisbremse auch in Piesteritz wieder produziert wird. Also es gibt weder in Europa noch eine Mangellage noch in Deutschland. Die gute Nachricht ist, die Versorgung mit AdBlue ist erstmal gesichert. Insofern ist Ihr Antrag auch an der Stelle nicht mehr aktuell und zutreffend. Wo es in der Tat viel zu tun gibt, ist der Fahrermangel. Auch da steht 2, 3 dünne Sätze drin. Das sollten wir, glaube ich, alle nicht suggerieren, dass die Politik das Problem alleine lösen kann. Wir haben allgemeinen Fachkräftemangel und in erster Linie
gute Arbeitsbedingungen, gute Löhne. Das ist nicht so einfach. Deswegen arbeiten wir dran, setzen hier auf Einwanderung, Anerkennung von Führerscheinen. Das ist, glaube ich, einer der wichtigen Aspekte. Also Sie sehen, wir sind an den Themen dran. Die Logistik, die Ketten sind angespannt, aber funktionieren. In dem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es kommen in den laufenden Beratungen noch bessere Vorschläge. Wenn es welche gibt, nehmen wir die gerne auf. Vielen Dank. Und für die CDU/CSU hat das Wort Dr. Christoph Bloss. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, zunächst muss ich auf den Beitrag von den Grünen eingehen, denn das kann man so nicht stehen lassen. Was Sie hier gesagt haben, das stimmt in keiner Weise. Die unionsgeführte Bundesregierung hat so viel in die Schiene und auch in den Radverkehr investiert, wie noch keine Bundesregierung vorher in der Geschichte der Bundesrepublik. Und ich kann meine 3 Minuten Redezeit leider jetzt nicht nutzen, um Ihre Rede hier komplett auseinanderzunehmen. Aber ich kann Ihnen eines sagen, Sie können nur hoffen, dass Ihre Rede heute keinem Faktencheck unterzogen wird, Herr Kollege. Und viele Menschen hier in Deutschland, die hätten sich von Ihnen, genau wie von der Ampelkoalition, Antworten gewünscht auf drängende Probleme und Fragen, die viele beschäftigen. Zum Beispiel, wie kann unsere Infrastruktur auch in 10, in 15, in 20 Jahren leistungsfähig sein? Wie wird marode Infrastruktur saniert? Wie stehen Sie zu wichtigen Infrastrukturprojekten, gerade zum Schienenausbau, den wir als Union in den letzten Jahren bis zur Bundestagswahl vorangetrieben haben? Das sind Antworten, die Sie hier hätten geben müssen. Und Herr Kollege, da gab es weder ein Bekenntnis zum Bundesverkehrswegeplan, es gab auch kein Bekenntnis zum Autobahnausbau in Deutschland. Und Herr Kollege, es gab in keiner Weise hier irgendeine Aussage dazu, wie Infrastrukturprojekte in Deutschland beschleunigt werden können. All das ist für den Logistikstandort in Deutschland von enormer Bedeutung. Und stattdessen haben Sie hier heute im Bundestag bei Debatten vorher ein Plädoyer abgegeben, dass in Zukunft noch weiter Milliarden nach dem Gießkannenprinzip in Deutschland ausgeschüttet werden sollen. Und das Problem der Politik der Ampelkoalition ist derzeit folgendes. Viele Milliarden werden unreflektiert ausgegeben. Es wird gerade mittelfristig bei Investitionen in die Infrastruktur gespart. Und wer an der Infrastruktur spart, der legt die Axt an die Bundesrepublik Deutschland. Und daher kann ich nur sagen, unterstützen Sie hier die Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Wir sagen klar, Infrastrukturausbau muss ganz nach oben auf die Agenda. Wir sagen klar, wir brauchen eine Planungsbeschleunigung und wir brauchen auch einen Autobahnausbau, genauso wie den Schienenausbau und den Radwegeausbau und insgesamt mehr Investitionen in die Infrastruktur. Und bitte unterstützen Sie den Antrag und ändern Sie Ihre fatale Politik. Herzlichen Dank. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort Sebastian Roloff. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Bloss, ich habe Ihrer Rede aufmerksam zugehört. Das war ja quasi eine Bewerbung als Verkehrsminister. Da bin ich ja schon mal ganz begeistert. Ich werde das weiter verfolgen. Allerdings eher so Verkehrsminister der Qualität Dobrindt-Scheuer. Also da vielleicht noch mal überlegen, ob da nicht ein bisschen mehr Substanz geht. Aber für die Opposition hat es ja auf jeden Fall schon mal gereicht. Ich bin darüber hinaus tatsächlich über den Teilaspekt dieses Antrags sehr froh, der die Wichtigkeit der Güterverkehrs- und Logistikbranche für Deutschland bestätigt. Ja, das finde ich völlig richtig. Und auch die Analyse, dass die Einschränkungen der Kapazität durch Schäden an der Infrastruktur, gerade im Bereich Straße und Schiene,
maßgeblich sind, ist auch korrekt. Dass man das, wenn man wie die CSU seit 2009 den Verkehrsminister gestellt hat, vielleicht nicht mit ganz so dicken Backen sagen sollte, ist ein anderes Thema, aber der Handlungsbedarf ist tatsächlich da. Die Güterverkehrs- und Logistikbranche ist ein Seismograph für die wirtschaftliche Entwicklung. Wenn Güter produziert werden, wenn gehandelt wird, müssen die transportiert werden. Es braucht funktionierende Lieferketten, einen kontinuierlichen Warenfluss. Und da haben wir aktuell aus mehreren Richtungen das Problem. Und wenn dann noch zu den wirtschaftlichen Verwerfungen Kraftstoff- und Energiepreise, die durch die Decke gehen, dazukommt, wird die Situation noch schwieriger. Da braucht es kurzfristige Hilfen, kurzfristigen Eingriff und es braucht langfristige Investitionen. Gut, dass wir die auf den Weg gebracht haben und hier mit der Ampel die entsprechenden Maßnahmen angestoßen haben. Der Koalitionsvertrag legt völlig zu Recht den Fokus sowohl auf den Transport per Schiff, per Bahn und in der Luft und auf der Straße. Da ist völlig klar, dass wir insbesondere mit Blick auf die Klimaneutralität, die unser aller Ziel und die Fortschritte hier, die wir uns zusammen vornehmen sollten, ist, und das ist eben völlig richtig. Ich glaube, dass die Strom- und Gaspreisbremse, die sicher schnell auf den Weg gebracht wird, nicht nur die Branche entlastet, sondern auch die Krise beim Thema AdBlue zeitnah beendet. Und darüber hinaus müssen sich Unternehmen natürlich überlegen, wie ihre Lieferketten weniger krisenanfällig sind als aktuell. Ich habe mich sehr gefreut, dass die jüngste Umfrage des IFO-Instituts ergeben hat, dass die vergangenen Monate von vielen Unternehmen schon genutzt wurden, die Lieferketten anzupassen und die Beschaffungsstrategien zu verändern. Die Wirtschaft reagiert und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, und das weiß ich aus meiner Tätigkeit vor dem Deutschen Bundestag, wo ich als in leitender Funktion bei einem Lkw-Hersteller tätig war. Die Unternehmen arbeiten jeden Tag an Zukunftstechnologien, weil klar ist, dass klimaneutrale Antriebe die Zukunft sind. Und unser Auftrag als Politik ist es, diesen Weg zu unterstützen. Selbstverständlich nicht nur im Personenverkehr, sondern gerade was das Thema Liefern auf Schiene und Straße betrifft. Wir müssen sicherstellen, dass die Unternehmen die Finanzmittel haben, um weiter in Forschung und Entwicklung investieren zu können und an diesem Weg gemeinsam weitergehen. Vielen Dank. Und als nächster Redner hat das Wort Stefan Seidler. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Derzeit nicht lieferbar, das lesen wir gerade immer wieder im Onlinehandel oder am Warenregal. Die Probleme in der Güter-, Verkehr- und Logistikbranche merken die Menschen in unserem Land nicht zuletzt daran, dass Produkte nicht mehr schnell verfügbar sind. Lieferschwierigkeiten sind nicht nur Ärgernis für Verbraucherinnen und Verbraucher, sie haben das Potenzial, Menschenleben zu gefährden und unserer Wirtschaft zu schaden. Unverständlich ist für mich, dass im Antrag der CDU/CSU Zustände angemahnt werden, die sie selbst hätten verhindern können. Die Lösungen wirken altbacken und von vorgestern. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, wir müssen doch vorankommen in diesem Land. Wir müssen die Verkehrswende vorantreiben. Mehr für die Schiene und mehr für die Wasserstraße. Die im Koalitionsvertrag formulierten Ziele, zum Beispiel von 25% Anteil für den Schienengüterverkehr bis 2030, sind ambitioniert und auch begrüßenswert. Aber ich frage mich auch, liebe Ampelkoalition, wo bleibt denn eigentlich der Schienenwumms, damit wir ans Ziel ankommen? Liebe Ampelfraktion, Sie hatten sich vorgenommen, gegen den Fachkräftemangel mehr zu tun. Aus meinen Gesprächen mit Firmen aus der Branche in meiner Heimat im Norden weiß ich, hier passiert leider viel zu wenig. Uns fehlen nicht nur Berufskraftfahrerinnen und Kraftfahrer im Straßengüterverkehr, sondern bei den Lokführerinnen und Lokführern besteht ein akuter Fachkräftemangel. Ich habe deshalb kürzlich direkt eine Frage an die Bundesregierung gewandt, um zu erfragen, was die Bundesregierung und die Deutsche Bahn AG tun, um diese Situation zu verbessern. Und ich ahne bereits, oder ich hoffe es zumindest, dass die Antwort sein wird, wir müssen mehr ausbilden. Wie Sie wissen, komme ich aus einer Grenzregion.
Lassen Sie mich Ihnen sagen, wenn wir zukünftig unsere Resilienz im Bereich des Transportes stärken wollen, dann müssen wir langfristig unsere Infrastruktur ertüchtigen, kurzfristig mehr Fachpersonal ausbilden und so bald wie möglich einen reibungslosen Grenzverkehr mit unseren Nachbarländern sicherstellen. Denn wo Grenzen geschlossen werden, steigen Kosten, brechen Lieferketten, kommt wirtschaftliche Tätigkeit zum Erliegen und reißen Kontakte ab. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort der Kollege Henning Rehbaum. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Vorredner haben hier interessante Thesen aufgestellt. Ich möchte Herrn Seidler an der Stelle recht geben. Wir brauchen mehr Geld für Schiene und für Wasserstraßen. Nur steht das leider aktuell im Haushalt der Ampel nicht drin. Und Herr Schiefner, die Problemanalyse ist immer da. Und Sie erzählen uns viel, was im Koalitionsvertrag drinsteht. Das ist alles ganz nett. Aber das hilft den Spediteuren überhaupt nicht. 25% Ihrer Regierungszeit sind bereits vorbei. Fangen Sie endlich an. Das zentrale Problem ist ja der Fahrermangel. Mehr als 60.000 Berufskraftfahrer fehlen schon jetzt. 35% gehen in den nächsten Jahren in Rente. Die Ampel ist hier viel zu zögerlich. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir englische Verhältnisse und leere Regale. Die Branche hat die Ausbildungsstandards für Lkw-Fahrer selbst hochgefahren, um den Fahrerberuf und die Sicherheitsstandards aufzuwerten. Das ist aller Ehren wert. Es fällt uns allerdings jetzt ein Stück weit auf die Füße, denn durch Demografie, Corona und die Ukraine-Krise fehlen Fahrer nicht nur in Deutschland, sondern es ist ein europaweites Phänomen. Dazu kostet in Deutschland der Führerschein ungefähr 10.000 Euro und dauert ein halbes Jahr. Eine Lösung ist, die Standards bei der Fahrerausbildung auf ein europäisches Normalmaß herunterzufahren, zurückzufahren nach dem Vorbild Österreichs und eine bessere Anerkennung ausländischer Führerscheine. Türkische, albanische oder serbische Lkw-Fahrer fahren ihr ganzes Leben in Europa. Da muss man sich bei der Anerkennung der Führerscheine kein Loch ins Knie bohren. Ein echtes Ärgernis ist das Auswärtige Amt, das seit 56 Jahren von FDP, SPD oder Grünen geführt wird. Die Visaverfahren sind viel zu schleppend. Wenn man in Drittstaaten gerne für eine deutsche Firma einen Lkw fahren möchte, dann wartet man mal eben 6 Monate auf einen Termin im Konsulat. Das ist inakzeptabel. Den Bürgern großspurig im Wahlkampf Fachkräftezuwanderung versprechen kann man. Außenministerin Baerbock genauso wie ihr Vorgänger Heiko Maas von der SPD schaffen es aber nicht, genügend Personal in die Konsulate und endlich Visaprozesse zu beschleunigen. Ministerin Baerbock, stocken Sie das Personal in den Konsulaten auf, damit Lkw-Fahrer schnell einen Termin und zügig ein Visum bekommen können. Eine Maßnahme, die kein Geld kostet, möchte ich noch kurz vorstellen. Seit Jahren führen SPD, Grüne und deren befreundete Vorfeldorganisationen einen ideologischen Kampf gegen den Lkw. Klimakiller Lkw, Lkws raus aus unseren Städten. Lkw-Fahrer berichten mir von Anfeindungen und verächtlichen Gesten von Passanten, wenn sie durch Dörfer und Städte fahren. Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne, das kommt dabei raus, wenn man jahrelang Stimmung gegen den Lkw macht. Das führt dazu, dass niemand mehr Fernfahrer werden will. Wir in der Politik haben große Verantwortung. Ich komme zum Schluss. Sprechen wir ab sofort gut über den Lkw. Sprechen wir gut über den Beruf des Fernfahrers. Geben wir den Menschen, die tagtäglich weit weg von zu Hause für unseren Wohlstand auf Achse sind, ihre Würde zurück. Sie haben es verdient. Und die letzte Rednerin der Debatte für die SPD-Fraktion ist Anja Trof-Schawatzki. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die CDU-CSU fährt mit ihrem Antrag hier mal wieder einen Angriff auf breitester Front. Infrastruktur, AdBlue, LNG, Fahrermangel, alles ist drin. Und das nicht zum ersten Mal.
Das erste Mal haben wir erst im Juni hier über den Personalmangel gesprochen, in einer Branche, die Sie ja nicht zu Unrecht als eine der wichtigsten in Deutschland darstellen. Aber auch Ihr neuer Antrag suggeriert wieder, dass nichts getan werden würde für diese Branche. Und das stimmt so nicht, wie Ihnen der Kollege Schiefner ja auch schon deutlich ins Stammbuch geschrieben hat. Ich greife mir zwei weitere Punkte aus Ihrem Antrag raus, wo ich Ihre Analyse gerne ergänzen möchte, nämlich AdBlue und LNG. Bei beiden Themen ist das Fazit ja, wir haben noch einen Weg zu gehen, aber bei beiden Themen sage ich auch, es ist nicht richtig, so zu tun, als würde hier nichts passieren. Als die ersten Berichte zu Problemen beim Nachschub von AdBlue kamen, hat sich das Ministerium umgehend eingeschaltet, wie gerade auch der Staatssekretär Lukšić eben deutlich gemacht hat. Gemeinsam mit den relevanten Herstellern in Deutschland wurden die Lieferungen sichergestellt, und zwar auch gerade im Namen der Logistikbranche. Und auch beim LNG gilt, alle Fachleute bestätigen uns, dass wir ab 2023 signifikante Mengen Bio-LNG zur Verfügung haben werden auf dem Markt. Das wird der Branche helfen, die angeschafften Fahrzeuge wirtschaftlich in Betrieb zu nehmen und eben auch zu halten. Was wir bis dahin tun können, das besprechen wir. Der Kollege Roloff hat es hier vorhin gesagt, die geplanten Preisbremsen helfen natürlich auch der Logistik. Ich möchte Ihnen aber noch einmal ergänzend sagen, dass wir ein weit größeres Problem haben werden, wenn wir jetzt überall Krisenstimmung heraufbeschwören, wie Sie es gerade tun. Und das zumal in einer Branche, die durch Kostendruck, Arbeitsbelastung und verschlechterte Rahmenbedingungen in den letzten Jahren für junge Arbeitnehmer zunehmend unattraktiv geworden ist. Ein Spediteur aus meinem Wahlkreis hat mir gesagt, uns Spediteuren kann es egal sein, ob wir mit 100 Fahrzeugen unser Geld verdienen oder nur mit zwei. Aber das Problem, das wir am Ende haben, dass nämlich die Regale leer bleiben und die Produktionen stillstehen, weil niemand mehr die Dinge transportieren kann, das haben wir dann als Gesellschaft alle gemeinsam. Und darum sage ich zum Schluss, was ich so ähnlich auch schon im Juni gesagt habe, wir wollen keine Schönfärberei betreiben, die Lieferketten stehen unter großem Druck. Wir sollten uns als Politik aber fokussiert daran machen, die Branche wieder attraktiv zu machen für den Nachwuchs. Sonst brauchen wir nicht über weitere Zukunftsfragen wie neue Antriebe gar nicht zu sprechen. Gerne besprechen wir das gemeinsam im Ausschuss, aber dann lassen Sie uns bitte die richtigen Schwerpunkte setzen. Vielen Dank. Und damit schließen wir die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19/32 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es Ihrerseits weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Nummer 14, der erste Entwurf des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte Sie, die Plätze zügig einzunehmen und diejenigen, die der Debatte nicht mehr folgen wollen, den Plenarsaal zu verlassen oder weiter hinten Platz zu nehmen und bitte auch dann die Gespräche entsprechend einzustellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die Aussprache und ich erteile das Wort für die Bundesregierung dem Bundesminister Prof. Dr. Karl Lauterbach.